spielen. Und ja, ich glaube, dass von der ersten Minute an, wie das umgesetzt haben, was um 5 Uhr früh schon kaufen, oder 5 nach 15 Uhr, wenn wir hier organisiert haben, dass die das Stadion spielfähig gemacht haben, sowohl auf den Tribünen, also die beiden Platzparte mit zahlreicher Unterstützung, dass der Platz einigermaßen bespielbar war. Und wenn wir jetzt letztes Jahr runtergelaufen haben, glaube ich, jetzt können wir nicht mehr spielen. Von dem her wussten wir, wir müssen heute mit extrem Vollgas spielen, wir müssen mit Attacke spielen, wir müssen ja, jeden Zweikampf, den wir suchen, müssen wir gewinnen und müssen viele Zweikämpfe suchen. Und so ist die Mannschaft ins Spiel gekommen. Und ich glaube, dass es eine furiose erste Halbzeit von uns war. Vor allem mit der Intensität, die wir gespielt haben, aber vor allem auch mit der Spielfreude, die wir gespielt haben. Ich glaube, das ist immer das eine. Du spielst intensiv, du wirst attackieren. Auf der anderen Seite, dass das wieder die Leichtigkeit im eigenen Ballbesitz in Verlag geht. Und das die Mannschaft heute ja, super umgesetzt. Wir haben eine Chance in der ersten Halbzeit zugelassen. Da war ich auf dem Posten. Von dem her, glaube ich, haben wir die perfekte erste Halbzeit gespielt. Und dann war klar, dass natürlich Zwickau nochmal frische Leute bringt. Ja, das hat natürlich ein Gegentreffer voll, das war jetzt so nicht vereinbart, aber wenn ich wird die Mannschaft trotzdem das Spiel dann souverän in der Balance gehalten und der souverän am Ende dann auch den 2-Tore-Vorsprung verteidigt. In den Unschaltsituationen waren wir, glaube ich, ja, Pech dabei, aber vor allem waren wir der Platz dabei. Nichtsdestotrotz wichtig war, dass wir heute gewonnen haben, dass wir mit 3 Punkte unseren 10. Sieg die Vorrunde abschließen, liegen jetzt nach der Vorrunde gut in der Position. Können jetzt in den nächsten Wochen weiter attackieren und die 3 Punkte auf Saarbrücken versuchen, ja, Spieltag für Spieltag ja, die näher zu kommen und am Ende unsere Dinge wieder zu erledigen. Also vielen Dank nochmal an alle, die heute auch die Ausrufung des Spiels ermöglicht haben, die vielen Helfer, die vielen Löwenfans und vor allem auch den Riesensupporter, den von Beginn an. Ich glaube, das war dann trotzdem auch bei kalten Temperaturen ein Hexenkessel. Dass wir dann von den Tribünen solche Unterstützung genossen haben und die Mannschaft glaube ich heute erleben gehabt. Danke Michael. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? In dem Fall hat mir das Mikro vorbereitet. Warum unbedingt? Herr Kölner, können Sie ein bisschen was zu den Umstellungen sagen, insbesondere dazu, dass Sie Becker hier für das Verlag gebracht haben? Ja, also grundsätzlich gibt es einen Trainingseindruck. Die Woche sehr intensiv, sehr hart trainiert und Semi hat seine Sachen gut gemacht. Wir wussten natürlich im Vorfeld jetzt nicht unbedingt genau, spielt jetzt der Zwickau mit der Fünferkette, so wie sie jetzt gegen Oldenburg aufgetreten sind, oder gegen sie jetzt in ein Standardsystem 4-4-2 zurück, deswegen mussten wir 2 Pläne entwickeln. Wussten aber auch, dass uns sicherlich jetzt so wie das im letzten Jahr hier passiert ist, wo Zwickau hier gewonnen hat, dass wir auf einen tiefstehenden, kompakten Gegner treffen. Und von dem her wollten wir schon, dass wir Ruhe in unseren Spielern haben und Semi ist eigentlich ein Spieler, der im eigenen Fall jetzt einfach unheimlich viel Ruhe ausstrahlt. Und ja, da musst du halt die schwere Entscheidung treffen, so wie auf den anderen Positionen auch, dass einfach Jesper jetzt halt heute auf die Bank muss. Da hat dann in den letzten 10 Minuten auch gezeigt, wo sein Herz hängt und das ist einfach bei der Mannschaft. Und da hat sich dann alles dafür getan, dass wir dann ohne Gegentreffer in der Schlussphase geblieben sind. Und ja, dann glaube ich, ist immer entscheidend, was machst du in der Woche im Training, die besten 11 oder weil ich das beste Gefühl habe, das Spiel haben. Was denn mit Ihren angeschlagenen Spielern Deichmann, Kobylanski, Holzhauser und das zweite, Ihre neue Flügelzange, waren Sie begeistert, dass es so, Venezi und Bojamba haben ja schon richtig attackiert vorne? Ja, also zum Zweiten, ich glaube, ich habe ja auf der Beerdigung von Hans Reberle schon von Friede Heiß den Weg verstanden, weil der Grabrede gesagt hat, wir waren damals in Flügelzange, er und Hans Reberle. Wir haben jetzt aktuell keine, also mussten wir natürlich mal eine finden, dass wir eine Flügelzange haben und ich glaube, die beiden haben einen richtig guten Job gemacht. Aber vor allen Dingen auch mit der hinteren Reihe, wir haben extrem attackiert, beide 8 haben extrem attackiert, Lattenmacher hat vorne einen riesen Job gemacht in der ersten Halbzeit und ist vorne extrem warm gelaufen. Das war, glaube ich, auch der Schlüssel am Anfang, dass wir Zwickau bei schwierigen Bodenverhalten, wo du nicht gut Fußball spielen kannst, da musst du beim zweiten Kontakt spätestens drauf sein. Das haben die alle perfekt umgesetzt. Und ja, angeschlagene Spieler, da ich noch nicht angeschlagen, aber mit der gelben Karte, die sich in der ersten Halbzeit geholt hat, bei den Platzverhältnissen. Ich glaube, wäre genau das Tödlichste gewesen. Eine unglückliche Aktion, gelb-rot, bestimmt mit 10 Mann weiter. Der Gegner hat auf 3-1 verkürzt. Und dann auf einmal, glaube ich, sind wir in der Verfassung, dass wir das dann so locker wegstecken.
und spielen dann 10 gegen 11, so, oder eine kleine Vorsicht noch haben, dass wir schon in der Halbzeit besprochen haben, dass wir gleich noch wieder 4 Minuten holen. Und dann ja, bei Kobi hat die Wahl hinten wieder zugemacht, bei Raphael ist es auch nicht schlimmer, dass der Oberschenkel schon eine Woche immer wieder mal so gezwickt. Von dem her ist es also nichts Wildes. Und ich glaube, wo auch die Spieler dann reingekommen sind, Marius Wörl vor allen Dingen, weil er ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, den Spielern im Mittelfeld dann trotzdem auch die nötige Ruhe noch gegeben. Und mit Stefan Lex und mit Marcel Wehr haben wir natürlich schon Raketen auf der Bank, wenn wir nicht gewinnen können. Also ich glaube, gibt es in der Liga die Mannschaften, die von der Bank so gut schieben können. Und am Ende ist, dass wir dann gemeinsam mit der Vorgänger sein wollen, das ist auch gar nicht die Mannschaft. Dann würde ich gerne hinten noch. Herr Kölner, gestern saßen Sie noch auf der Pressekonferenz, heute stehen Sie. Was ist mit dem Rücken passiert? Ist es im Spiel passiert oder vorher? Danach? Ja, es war gestern schon so. Gestern früh ging es schon los. Dann haben die Physios wieder zum Training wieder einigermaßen hingekommen. Heute früh, wo wir auch gedacht, super, Wunderheilung. Dann habe ich mich einmal hingesetzt und habe Feierabend, weil es hat man Sinn. Dann haben wir gedacht, gut, dann haben wir wieder hingerichtet. Dann musste ich einmal auf die Toilette, dann war es wieder soweit. Dann haben die Physios gesagt, du stehst jetzt im Bus. Dann bin ich im Bus hier fast gestanden und ich muss nicht mehr hinsetzen. Dann muss natürlich dann die Anweisungen meiner Physios dann einmal die Folge leisten. Also wo ich gesagt, ich setze mich gar nicht mehr hin. Er steht dann nach Hause gekommen, lege ich mich hin. Und hoffe, ich schlafe dann eigentlich nicht gut. Herr Kölner, war das das Statement, was Sie erwartet haben von Ihrer Mannschaft, die ja zuletzt oder zuvor 5-mal in Folge nicht gewonnen hat? Ich meine, es war gehörig Druck auf dem Kessel, das haben Sie selber gesagt. War das die Antwort, mit der Sie gerechnet haben, beziehungsweise auf die Sie gehofft haben? Ja, natürlich. Ich glaube, wir haben die Woche auch das Training nochmal verändert und wir haben die Woche auch uns mit Attackieren beschäftigt. Und das habe ich dann in der Woche schon gesehen, dass es von Training zu Training immer besser wird. Und wir haben für Zweikämpfe trainiert, das ist uns heute auch zugutekommen. Ich habe jetzt nicht diesen Platz so erwartet, dass jetzt so ein Wintereinbruch kommt. Und ich weiß, dass wir am Freitag in der PK sind. Wir haben richtig gute Jungs, die sind vom Herzen absolut klar, absolut rein. Und am Ende wusste ich, also die Mannschaft wird heute alles geben, wird sich zerreißen. Ich habe dann heute dann auch sehr gut die Symbiose mit den Fans super funktioniert, die von Beginn an einen richtigen Rennen aufgemacht haben. Und, der Mannschaft ein gutes Gefühl geben, dass sie heute so die Reise auch tun kann. Dann nochmal oben. Auch das Thema Fuß ist letztlich auch das, was den Ausschlag für Lagenmacher gegen Bär gegeben hat vorne, oder? Nö, das war eine reine Entscheidung jetzt, weil was soll nach dem Spiel dran war. Ich habe extrem viel verloren, einen starken Durchfall über 2 Tage gehabt. Von dem her war klar, dass wir halt mit Cello in der Anfangsformation, dass es keinen Sinn macht. Wir wollen von Beginn an Druck machen. Da musst du auch aushalten können. Du musst dann mal 5-6 Sprints in Folge machen können. Von dem her war klar, schon auch nach einer Woche, dass es für Cello nie und nimmer reichen wird. Von Beginn an. Umso froher war ich natürlich, dass das uns am Ende der Woche ja dann im Training wieder grünes Licht gegeben hat. Im Training die letzten beiden Tage in Ordnung waren. Heute dann auch in der Schlussfolgerung sicherlich auch in seiner Art und Weise dann auch für viel Entlastung gesorgt, aber eben leider kein Erfolg.